liebes Publikum vom Collegium Musicum Basel. Ich möchte Ihnen heute unseren Solofagottist vorstellen. Das ist der Povilas. Hallo. Hallo, Povilas. Schön, Hallo. Dass du dabei bist in dieser Danke. Reihe. Als erstes möchte ich dich fragen, seit wann spielst du denn bei uns im Orchester? Seit ein paar Jahren und als richtig echter Mitglied seit diesem Saison, ja. 2019-2020. Schön. Es ist toll, dass du dabei bist. Wieso spielst du Fagott? Also, ich meine, du hast bestimmt als Kind angefangen und dann musst du gedacht haben, ja, ich möchte Fagott spielen. Wie bist du drauf gekommen? Ja, leider habe ich keine dieser typischen Geschichte. Ich habe das Instrument im Konzert gehört und dann bin ich sofort in ihn verliebt. Ich habe mit Musik ziemlich früh angefangen, mit 5 Jahren alt. Ich war schon in der Musikschule als Klavierschule. Und dann viel später, vielleicht 10 Jahre später, ich habe so quasi ein Angebot bekommen von einem damaligen Klarinettlehrer, weil da gab es keine Fagottklasse in der Schule und er wollte eine Klasse bauen und er hat einfach gesucht, die Schulen, wer hatte Interesse, das zu ausprobieren oder lernen. Und ich habe das gemacht und ich habe das ausprobiert und gedacht, ja, ich will dieses Instrument lernen. Aber habe ich das richtig verstanden? Es war eigentlich der Klarinettenlehrer? Genau. Der einfach dann gefunden hat, der will jetzt Fagott unterrichten? Nein, er hat neue Fagottlehrer engagiert, aber er hat die Schulen gesucht, wer wollte das lernen. Ah, schön. Und dann war es ein Glücksfall und dann bist du bei deinem Lebensinstrument gelandet. Ja, genau. Schön. Das Fagott hat ja eine wichtige Rolle in vielen Orchesterwerken. Kannst du uns dazu was erzählen? Zu den Funktionen, die das Fagott hat im Ensemble? Also meistens, wir spielen natürlich die Bassstimme mit der Bassgruppe, wir geben diese Groove für dem Orchester und so quasi Fundament von anderen Kollegen. Mhm. Aber bei manchen Stücken, wir haben auch schon Solos und große Solos. Ja. Und Fagott ist eingesetzt bei vielen, fast alle bekanntesten Komponisten, Mozart, Beethoven Sinfonien, dann später ich würde sagen Mahler, Tschaikowski, natürlich Schostakowitsch und Stravinsky. Stravinsky im generell hat ziemlich viel und sehr schön geschrieben für Fagott. Ja. Einer von den bekanntesten Solos ist der Solo von Le Sacre du Printemps. Der Fagott fängt an den Stück. Ja. Und interessante Sache ist, dass diese Melodie, das ist eine Variation von einem litauischen Volkslied. Ach ja. Das heißt Tumanos Eserele, auf Deutsch würde das Ach du meine Schwesterchen. Ja, und dann ist es eben schön, wenn du so viele wichtige Solostellen in den Werken auch haben kannst. Ja. Aber es ist ja nicht nur so, dass du Solopartien hast. Du musst auch oft eben, wie du gesagt hast, die Bassstimme, sind Begleitmelodien. Das musst du auch übernehmen. Das kommt drauf auf, welches Repertoire. Zum Beispiel im Barock, wir spielen meistens nur Basso Continuo mit dem Bass. Und was machst du dann, wenn du dann nicht so viel zu tun hast? Wie gibst du dir Mühe, dass man dir das nicht ansieht? Ja, in die Probe ist kein Problem. Im Konzert musst du ruhig da bleiben und deine Pausen zählen. Und wenn du hast einen ganzen Satz, wo du spielst nicht, zum Beispiel bei einer Mahler-Symphonie, wo die nur Streicher spielen, dann du sitzt einfach und hörst deine Kollegen, die spielen schöne Musik und genießt Musik. Ja, das stimmt, wenn das der ganze Satz ist. Ja. Und wenn du wirklich viel zu zählen hast, dann muss man konzentrieren und zählen, sonst du verpasst deinen Eintritt. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dich bei unserem Publikum vorgestellt hast. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören und freue mich, Sie beim nächsten Konzert zu sehen.